Hallo zusammen, ich hab's probiert, dunkel zu machen, einen Kühlschrank von Eurocarve mit Glastüre, einen Weinkühlschrank, den man sich ins Wohnzimmer stellt. Aber jetzt mache ich zuerst wieder Licht. Wir sehen, wie der Kühlschrank von innen her aussieht. So sieht der Kühlschrank von innen her aus. Und warum zeige ich euch jetzt einen Weinkühlschrank? Wir sehen hier das Tippenschild von diesem Kühlschrank. Und wir sehen hier unten, der Kühlschrank hat 134A. Und das hier ist der Kompressor. Der sieht aus wie ein 12-Volt-Kompressor. Das gleiche Gehäuse ist PL. Hier. Und der ist mit 134A. Und dieser Kompressor ist blockiert. Bei so einem kleinen Kühlschrank den Kompressor zu ersetzen, ja, ist schon grenzwertig. Nur, dieser Kühlschrank, der kostet angeblich über 2000 Schweizer Franken. Punkt. Qualitativ ist er, ja, ist nicht High-End, aber er ist da. Ich weiß nicht, wo er gebaut wird. Und wir haben jetzt hier den 134A Kompressor ersetzt und ein R600A, also das aktuelle Kältemittel, eingesetzt, weil wir kriegen ja auch keine Ersatzkompressoren mehr. Weil die weil kein Markt mehr besteht für die Erstausrüstung, laufen die Kompressoren aus. Und so haben wir jetzt halt einen R600A Kompressor eingebaut. Das funktioniert, das ist auch kein Thema. Der Umbau oder der Ersatz von diesem Kompressor kostet Geld, aber bei einem Neupreis von einem Gerät von 2000 Schweizer Franken, über 2000 Schweizer Franken, ist das dann natürlich, lässt sich rechnen. Wenn ihr so teure Geräte habt und ihr möchtet den Kompressor ersetzen lassen, ja, im Winter sind wir dazu bereit, im Sommer machen wir das weniger, weil im Sommer haben wir genügend Arbeit, wir machen ja Kühlschränke. Und jetzt kommt hier noch die Abdeckung drüber und dann geht er wieder zum Kunden. Wir schauen das noch aus der Nähe an. Also wir haben jetzt hier einen chinesischen Kompressor eingesetzt. So, zu nebenbei, der BD35 PL35, der da drüben steht, das ist auch ein Chinese. Kondensator ist alles hier drin, was der Mensch so braucht, ein Kühlschrank. Ja, das soll es gewesen sein von dieser Kühlschrank-Reparatur oder Kompressor setzen am Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.